Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ich wurde von der Säule in der Luft abgelenkt. Egal. Hier war dieser Raum mit sehr vielen Löchern quasi ein Käseraum, was ich total vergessen habe. Zu erwähnen ist, dass es irgendwie alles keinen Sinn ergibt. Die Löcher führen in den Raum selbst. In das äußere Abteil des Raums. Ihr seht wahrscheinlich, was ich meine. Ich kann hier irgendwelche Schwimmkünste perforieren. Nein, das war falsch. Perforiert ist der Raum. Ich kann irgendwelche Schwimmkünste demonstrieren und so, aber das führt mich nicht weiter. Auch Lara muss sich da geschlagen geben. Also denke ich, dass vielleicht auf dem Boden hier. Nein, da denke ich natürlich falsch. Und hier komme ich her. Lass mich raten. Natürlich komme ich hierher. Das heißt, möglicherweise, und die Möglichkeit besteht und die Möglichkeit ist Tatsache, ist das hier doch nicht die letzte Kiste gewesen. Wie denn auch? Sie war ja auch nicht die letzte Kiste des Raums, doch war sie. Was? Was? Okay. Das ist gerade überhaupt nicht gut. Und dieser Gang führt mich wohin? Ja, hier. Ich brauche den Schlüssel. Klar. Habe ich einen Schlüssel eingesammelt? Nein. Ich gehe mal davon aus, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass der Schlüssel sich hier befindet. Das zeigt ja auch das ich gemacht habe. Und den Boden habe ich durchsucht, denn irgendein dieser Löcher müsste er sein. Nein, hier ist er nicht. Warte, ich darf nicht die Orientierung verlieren. Erstmal die unteren Löcher. Bis zur zweiten Etage. Erste Etage wäre auf dem Grund selbst. Aber ich glaube, die erste Etage hier. Nein. Okay. Hier unten. Ah, das ist jetzt schon dritte. Verdammt. Egal. Ich kann ja auch einfach von links nach rechts alles absuchen. Das wäre ja sogar sinnvoll. Und ja, es ist sinnvoll, etwas Sinnvolles zu tun, sonst wäre es ja nicht etwas Sinnvolles. Räusper. Sagt mir das. Lass mich raten. Es gibt gar keinen Schlüssel. Die Entwickler haben mich die ganze Zeit an der Nase. Und da liegt was drin. Da liegt was in der Wand. Habt ihr es gesehen, dass die Wand gerade kurz nicht geladen war? Da lag was in der Wand selbst drin. Nee, hier. Wow. Toll. Schöner Zug von euch, Chor. Okay. Und hier ist sogar noch Magnum-Munition. Okay. In diesem antiken Schwimmbad finden wir, oder was auch immer das hier sein soll, finden wir anscheinend sonst nichts und deshalb begeben wir uns zu Dück. Zu Dück! Und wo geht's zurück? Ach nein. Jetzt kann ich den ganzen Raum wieder absuchen nach dem Ausgang, den ich direkt gefunden habe. Okay, sie steigt endlich aus dem Wasser. Das war frustrierend, aber es gibt eigentlich kein Aber, das war einfach frustrierend. Aber wir können den Saphir-Schlüssel, hier ist Ihnen auch die Kreativität bei der Schlüsselnamensgebung abhanden gekommen, benutzen. Und wir haben ihn benutzt. Was? Ja, stimmt. Wenn sich die Tür direkt neben dem Schlüssel geöffnet hätte, wäre das ja sinnvoll gewesen. Ich habe Geräusche gehört. Ich glaube, ich kann jetzt die Musik auch wieder andrehen. Das. Nein, nicht neu starten. Zurück. Okay. Das ist mal wieder so typisch Core-Design.
Ich meine, denkt mal nach. Ihr würdet in einem Haus wohnen und habt einen Schlüssel. Nee, nee, der Schlüssel öffnet natürlich die Tür. Na, es ergab doch keinen Sinn. Sorry hierfür. Öffnet natürlich die Tür an der Decke. Das ist absolut logisch. Nicht. So, jetzt aber. Schieben wir die Kiste. Ich glaube, ich werde das ganze Level ohne Musik auskommen müssen. Und ja, meine CD ist sauber, verdammt. Okay. So, Lara, was kannst du schneller schieben oder ziehen? Ich wette, es läuft beides gleich schnell ab. Oder gleich langsam eigentlich. Noch einmal schieben, dann ist Weihnachten. Und zu Weihnachten können wir auch in das 24. Türchen da oben rein. Ah, oh, Hieroglyphen. Ja, total interessant, vor allem wenn man sie nicht lesen kann. Und wenn sie gespiegelt sind. Das ergibt keinen Sinn. Ah, Speicherkristall. Speichern. Und wir sehen uns im nächsten Part.